Gut, da. Unser Online-Vortrag aus der Regionalgruppe Nürnberg. Unsere Regionalgruppe Nürnberg, aber diese Online-Veranstaltungen sind ja eigentlich so gedacht, dass sie dann auch offen sind über die Regionalgruppen hinaus. Unser heutiges Team besteht aus der Frau Dili Sahu, die im Hintergrund die Fäden zieht, aus unseren Moderatoren Peter Koller, Markus Spiener und meiner Wenigkeit und unseren hauptsächliche Person, unseren Referenten an Frank Kappel von der Firma Erster. Und wieso wir diese Online-Veranstaltungen machen? Ganz einfach, in Zeiten, in denen wir keine Präsenzveranstaltungen machen können, haben wir uns gedacht, dass die Regionalgruppen die Verbindungen nicht abreißen und Netzwerk bestehen bleiben. Über kurze und aktuelle Infos versorgen wir dann die Mitglieder mit diesen kurzen, prägnanten Online-Veranstaltungen, die natürlich auch darüber hinausgehen. Und irgendwann werden wir dann wahrscheinlich wieder ab und zu mal eine Präsenzveranstaltung machen können, wo wir es dann gegenüber sitzen. Es hat auch den Sinn, dass wir dann darüber hinaus unsere Teilnehmer und Referentenkreise vergrößern können. Und das bedeutet jetzt ein paar Dinge zur Technologie, zur Vorbereitung des Ganzen. Die Teilnehmer, außer den Referenten und den Moderatoren, werden während der Präsenz stummgeschaltet. Es gibt einen Control-Panel, über dem Sie später sich einwählen können und Fragen ins Chat schreiben können, die wir dann am Schluss behandeln wollen. Möglichkeiten über die Handhabungsfunktion, über die Handhebungsfunktion mit Hebungsfunktion gibt es auch. Falls Sie zwischendurch ganz dringende Fragen haben, dann können wir das also auch machen. Da müssen Sie eigentlich mit der Handzeichen das machen können, um das Ganze vielleicht sofort beantworten zu können. Aber bitte, uns wäre es lieber, wenn am Ende die Fragen etwas gesammelt werden können. Das Ganze wird aufgezeichnet. Es gibt also auch Wiederübertragungen des Referenten unter Umständen, die dann also auch gemacht werden. Und unser heutiges Thema ist ein Thema, das uns jetzt im Zusammenhang zu sehen ist mit den Themen, die in letzter Zeit über verschiedene Regionalgruppen gelaufen sind, zum Oberthema Löten insgesamt gesehen. Und zum Schluss haben wir noch das Thema Rework, falls irgendwas schiefgelaufen ist, falls irgendwas repariert werden muss, falls irgendwie produziert werden muss und so weiter. Und wie das zu machen ist, unser Spezialist für diese Geschichte, Herr Frank Kappel von der Firma Erster. Und damit, um die Zeit einzusparen, gebe ich an Frank Kappel das Wort. Bitte schön. Ja, auch willkommen von meiner Seite erst einmal. Bin ja schon vorgestellt worden. Frank Kappel von der Firma Ersa. Ich bin, muss mal gucken, ich muss meinen Bildschirm übertragen. Das mache ich jetzt einfach mal. Moment. Ich hoffe, Sie sehen was. Soll ich gleich anfangen? Ja, vermutlich soll ich gleich anfangen. Also, mein Name ist, wie schon gesagt, Frank Kappel. Ich bin bei der Firma Ersa für die Applikationsberatung zuständig und mache das jetzt schon seit vielen Jahren. Bereich Handlötbereich und Bereich Rework vertrete ich da. Und ja, die Firma Ersa gibt es schon seit 100 Jahren, wie man hier schön auf dieser Folie sieht. 1921 haben wir angefangen und haben sozusagen den ersten elektrischen Lötkolben, der Herr Ernst Sachs, daher kommt der Name Ersa übrigens, Ernst Sachs, der Herr Sachs hat den elektrischen Lötkolben da erfunden. Vorher gab es zwar andere Möglichkeiten, noch mal irgendwie was warm zu machen. Das Löten an sich ist ja tausende von Jahre alt. Also die Fähigkeit besitzt der Mensch schon seit vielen Jahrtausenden. Aber
Es ist halt so, dass seit 1921, also sprich vor 100 Jahren, wir damit angefangen haben. Worüber will ich heute reden oder worüber soll ich heute reden? Ich würde gern über das Rework sprechen oder Rework, ich nenne es mal Rework kinderleicht. Was ist das eigentlich? Wenn ich Rework betreibe, wenn ich Nacharbeit betreibe, dann geht es erstmal darum, egal was ich mache, wie ich anfange und so weiter. Egal, erst denken, dann handeln. Also das ist grundsätzlich eine der wichtigsten Voraussetzungen, die Sie machen müssen. Und wenn Sie das Ganze natürlich dann auch noch mit einem Auftraggeber beziehungsweise einem Kunden im Hintergrund haben und das nicht für sich alleine machen, dann müssen Sie natürlich immer eine Kommunikation stattfinden lassen. Also entweder kommt der Auftraggeber zu Ihnen und sagt, ich habe hier was, was nachgearbeitet werden muss oder gereworkt werden muss. Da komme ich gleich noch zu, woran der ganze Unterschied steht. Da gibt es nämlich auch Unterschiede in der Namensgebung, was jetzt was ist. Also auf alle Fälle muss alles abgesprochen sein. Egal, was in der IPC drin steht, Sie können gerne noch einen extra Zettel nehmen und mit einem extra Vertrag mit Ihrem Kunden machen, pass auf, das und das soll so geändert werden. Und wenn das dann da auf dem Zettel so steht, dann ist das abgesprochen zwischen Ihnen und dann dürfen Sie machen, was der Kunde möchte. Also, Kommunikation ist ganz wichtig. Das nächste ist, was möchte, was muss ich eigentlich tun? Warum das Ganze überhaupt? Macht das insgesamt einen Sinn? Auch das sollte man vielleicht dann mit dem Kunden vielleicht nochmal diskutieren, wenn es absolut sinnfrei ist, was man da machen sollte. Gut, wenn er das Geld ausgeben will, ist auch eine andere Sache. Andere Frage ist wieder, was muss überleben? Muss das Bauteil überleben? Muss die Leiterplatte überleben? Was ist dem Kunden beziehungsweise mir selber wichtig? Und natürlich ganz zum Schluss, wie mache ich das überhaupt? Das heißt also wirklich, ich muss erst mal denken, bevor ich überhaupt irgendetwas mache. Ganz, ganz wichtig bei allen Sachen im Leben ist das eines der Hauptaufgaben. Kommen wir mal zur Begriffserklärung. Also, wir sprechen ja im Allgemeinen hier über Rework. Rework heißt aber eigentlich nur eine Nacharbeit, eine Nachbesserung. Das heißt, die Baugruppe ist nach der Produktion nicht in dem sogenannten Sollzustand und wird dann nachgebessert. Das nennt man eigentlich Rework. Repair ist, wenn dann eine Funktion, eine Reparatur, eine Instandsetzung hergestellt wird. Das heißt, eine Baugruppe ist defekt, nachdem sie vorher aber funktioniert hatte. Das heißt, der klassische Schadensfall. Das heißt, es kommt ein Gerät aus dem Feld wieder zurück und da ist irgendwas dran kaputt. Ein Display, da ist ein Kondensator geplatzt oder sonst irgendetwas ist passiert. Das ist dann ein Repair. Das ist dann eigentlich gar kein Rework, sondern ein echter Repair. Dann gibt es natürlich den Ausdruck der Modifikation. Da gehen wir dann auch in den Bereich des Prototypings rein, weil in dem Moment, wo ich zum Beispiel anfange, einen Prototypen zu entwickeln, in klassischen Entwicklungsbüros, also viel Prototyping wird ja, also Modifikation wird ja da gemacht, weil während der Entwicklungsphase kommt man auf die Idee, ach, hier fehlt vielleicht noch ein Kabel, hier muss ich einen Baustein ändern, hier muss ich was kreuztauschen vielleicht, hier will ich einen größeren Speicher drin haben und so weiter. Dann sind wir bei der Modifikation. Das heißt, eine Baugruppe, die in ihrem funktionalen Zustand verändert wird, um eine andere Aufgabe, Vorgabe zu bekommen. Also ganz klar, das ist die Brücke auch immer dann zum Prototyping. Eine Modifikation ist auch gleichzeitig dann auch wieder ein Prototyping. Dann gibt es natürlich neben dem manuellen Rework gibt es natürlich auch Rework-Systeme. Das sind also Maschinen, Center, Rework-Stationen, mit denen man halt Bausteine ein- auslöten kann, teils mittels selektiven Workflow-Prozesses und so weiter, komme ich auch noch im Rahmen meines Vortrags mit dazu. In dem Sinne muss man dann natürlich auch sagen, es gibt noch den Ausdruck des sogenannten Temperaturprofils. Also das ist ein detailliert ablaufender Temperaturprozess, so wie man das normalerweise auch in der Fertigung in einem Ofen kennt. Das heißt Vorheizphase, aufheizen bis zu einer gewissen Temperatur, dann halten der Temperatur, eventuell dann eine Peakzone, in die man reingeht. Also auch hier beschrieben die Peaktemperatur ist mit drin und natürlich mit wie viel Grad pro Sekunde gehe ich klassischerweise an einen Lötprozess ran. Wenn ich mit einem Lötkolben an ein Bauteil rangehe, dann habe ich mehrere hundert Grad pro Sekunde Aufheizung. Das ist natürlich unheimlich viel, aber das habe ich auch nur an der Lötstelle und nicht am gesamten Bauteil. Wenn ich das Ganze natürlich in einem Rework-System beziehungsweise in einem Ofen stattfinden lasse, muss ich natürlich darauf achten, dass ich keine 100 Grad pro Sekunde Aufheizung mache, weil das würde das Bauteil nicht überleben. Da würde so einiges platzen. Das geht nicht.
Deswegen fährt man da kleinere Gradienten, die so im Bereich um die 1 Grad pro Sekunde oder 1 Kelvin pro Sekunde sind. Das kann hochgehen bis 2, 3 Grad pro Sekunde, je nachdem, wie schnell man da fahren kann, muss oder auch will. Ganz klar, Vorheizphase habe ich noch nicht erklärt. Also hier Erwärmen der Leiterplatte auf eine gewisse Grundtemperatur, nennt man auch Aktivierungsphase. Klassischerweise ist das so im Bereich bis um die 60 Grad. Ab da geht dann der eigentliche Prozess erst wirklich los. Und ja, Aktivierungsphase ist die Zeit, wo halt also auch das Flussmittel wieder richtig wirken muss oder überhaupt wirken muss, weil ich sage auch jetzt wieder wirken muss, weil an einem Nacharbeit, Reworks-Prozess, muss ich natürlich immer wieder mit neuem frischen Lot und auch mit neuem frischen Flussmittel arbeiten. Ganz klar. So, dann sind wir nämlich schon bei den eigentlichen Hilfsstoffen. Ich sagte das nämlich gerade schon. Was brauche ich eigentlich, wenn ich irgendeine Nacharbeit, irgendein Rework mache? Sie werden merken, ich springe bei meinen Ausdrücken hier immer so ein bisschen hin und her. Ich hoffe, Sie stört das nicht, weil man sich, wenn ich das Wort Rework weiter benutze, immer wieder mal, wir kommen auch in den Reparaturbereich und dann ist es halt kein Rework mehr. Was brauche Hilfsstoffe brauche ich denn? Klar, ich brauche vor allem erstmal Lot. Ich brauche frisches Lot, ich brauche neues Lot. Das kann unterschiedliche Formen haben. Wenn ich im Handlötbereich normal mit dem Lötkolben arbeite, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich Röhrenlot zur Verfügung habe. Das kann aber natürlich auch Massivdrahtlot sein, den ich sich zusammen mit Flussmittel verwende. Bewährt hat sich natürlich, wenn ich mal irgendwo was noch ein bisschen hindippen will, haben sich solche speziellen dünnflüssigen Dipppasten bewährt. Dann kann ich mit so einem kleinen Löffelchen Ölgeber, kann ich was an eine Stelle hindippen, wenn ich was nacharbeiten muss. Die klassischen Lotpasten, die ich auch im Maschinenbereich verwende, auch die sind natürlich sehr hilfreich, weil ich sie natürlich mit einem Dispenser verwenden kann. Aber auch Lotkugeln sind sehr hilfreich. Also als Präformteil, wenn ich eine definierte Menge an Lot an eine spezielle Stelle geben muss, ist natürlich ganz schön, wenn ich einfach einen Ball habe, den ich an die Stelle legen kann, ein bisschen Flussmittel dazu tippe und dann vielleicht mit Strahlungswärme oder mit heißer Luft ein bisschen mitarbeite. Ganz klar, Flussmittel in allen möglichen Formen und Farben wollte ich auch gerade sagen. Also hier oben sieht man mal so leicht bräunliches Flussmittel, da ist sicherlich Kolophonium drin. Also in flüssiger Form, alkoholbasiert, würde ich da immer bevorzugen, weil das Verhalten, das Aufdampfverhalten von wasserbasierten Flussmittel ist da sicherlich so im Nebenbeilötverfahren etwas schlechter. Flussmittel an sich, auch in Gelform ist sehr hilfreich, gerade wenn ich mehrfach an eine Stelle ran muss. Ich denke mal daran, man will vielleicht mal einen Stecker irgendwie ein bisschen gerade rücken wieder. Dann ist es hilfreich, wenn das Flussmittel vielleicht ein paar Sekunden länger stehen bleibt. Und das ist bei Gelflussmitteln natürlich viel, viel besser als bei echten dünnflüssigen Flussmitteln, also hier alkoholbasierten Flussmitteln höher. Und was ich natürlich am Ende noch brauche, irgendwann muss ich das Ganze, wenn es halt nicht komplett durcherhitzt wird, klar, Flussmittel sollten alle no clean sein, also hinterher nicht reinigen. Muss man trotzdem sehen, ob man nicht eventuell doch noch einen Reiniger braucht, wenn es doch irgendwo ein bisschen zu viel war. Aber reinigen muss man wissen, ist immer ein Verdünnen. Und ein Verdünnen ist immer nur ein Verdünnen und das heißt, der Reststoff bleibt übrig. Und ich zitiere gerne mal meinen Kollegen, der dann immer wieder sagt, ich lasse eventuell beim Reinigen die bösen Stoffe, die ich vorher eingekapselt habe, nämlich im vernünftigen Flussmittel habe, die oxidierenden Stoffe bei der Reinigung wieder raus. So, aber eigentlich unterscheidet man jetzt zwischen dem manuellen Rework und dem maschinellen Rework. Jetzt kommen wir mal zu einem größeren Teil, dem manuellen Rework. Was brauche ich denn alles, wenn ich manuelles Rework betreibe? Im Prinzip brauche ich einen professionellen Lötarbeitsplatz. Der muss mit allem ausgestattet sein, was man denn so als Arsenal an Werkzeug haben muss. Ich brauche Lötzinn, wie schon gesagt. Ich brauche Zangen, ich brauche Mikroskop, ich brauche Entlötlitze. Alles, was da auf dem Tisch liegt, ist sehr hilfreich. Aber was ich am aller wichtigsten brauche, ist, ich brauche eine erfahrene, qualifizierte Lötkraft. Das heißt, ich muss wissen, was ich tue. Das ist ganz, ganz wichtig. Meine Stimme wird gerade etwas dünner. Entschuldigen Sie, ich muss mal einen ganz kurzen Schluck trinken. Ich brauche eine qualifizierte Lötkraft. Das heißt, die Person, die das Ganze durchführt, muss wirklich wissen, was sie tut. Ansonsten zerstört man eventuell mehr, als man möchte. Wobei die grundsätzliche Frage natürlich immer ist, was soll überleben? Das heißt, wenn der Baustein tot ist, den ich runterholen will, dann ist es egal, was ich damit mache, dann kann ich den auch erstmal rausschneiden und mich dann darum kümmern, eventuell noch die Anschlussbeine zu entfernen, was vielleicht wesentlich einfacher ist, als den ganzen Baustein zu erhitzen und rauszuholen. Also die Erfahrung ist immer die Summe an vernichtetem Material. Auch das hat mal
Lehrherr von mir gesagt, also man muss schon viel kaputt gemacht haben, um erfahren zu sein. Also Sie sehen, alles Mögliche, was hier auf dem Tisch ist, wird gebraucht. Da kommen wir mal dazu. Also ich brauche vor allem, wenn ich so etwas mache, ein gutes Handwerkzeug, das heißt ein gutes Grundwärmewerkzeug. Irgendwo muss die Wärme herkommen. Das kann anfangen mit einer kleinen Löttechnik. In dem Fall, ich komme von Firma Ersa, also werden Sie hauptsächlich Ersa-Produkte sehen, wer hätte es geglaubt. Das heißt, das fängt mit der kleinen Lötstation an, aber im Idealfall, wenn Sie natürlich so einen richtigen Umbau, ein Rework, eine Nacharbeit an einer Station vorhaben, dann ist es natürlich sinnvoll, so eine Universal-Mehrkanal-Lötstation zu haben, die Möglichkeit bietet, viele, viele Tools anzuschließen. Das kann sein Heißluft, das kann ein Power-Tool sein, das kann ein Tool sein, mit dem ich eine Löt-Pinzette habe. Auch da komme ich gleich noch drauf zu. Ich brauche halt unterschiedliche Werkzeuge zur Hand einfach. Das heißt, wie man hier schon sieht, hier sieht man es auch nochmal sehr gut, also Kontaktlöten, also ich kann natürlich einen Kontakt herstellen zu der Lötstelle, die ich reparieren will, die ich rausarbeiten will, wo ich einen Baustein entfernen möchte. Das heißt, ich kann mit einer Pinzette arbeiten, alles was zweipolig ist oder also nicht allzu groß ist, kann ich mit der Pinzette gut anfassen. Die Pinzette ist natürlich an beiden Schenkeln beheizt, das heißt, ich kann damit heiß auslöten und auch wieder heiß einlöten. Das geht natürlich auch mit so etwas. Ich kann, wie schon gesagt, hier unseren berühmten Staubsauger für Lot, das ist unser X-Tool. Damit kann ich halt auch Lot absaugen. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ich kann das Ganze natürlich auch mit Stickstoff begasen. Auch diese Möglichkeit bieten wir. Also hier ein Tool, wo als vorne auch heißer Stickstoff rauskommt. Auch das geht. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, wenn das alles nicht mehr funktioniert und ich halt verdeckte Anschlüsse habe, ganz wichtig, bei verdeckten Anschlüssen muss ich mit Strahlungswärme oder mit heißer Luft arbeiten. Auch diese Möglichkeiten bieten so eine Universallötstation. Hier unten ist nochmal natürlich gezeigt, die Unterheizung, wenn es gebraucht wird. Vorheizung ist immer der beste Ansatz, weil je kleiner mein Delta in der Temperaturzufuhr ist, desto weniger mache ich kaputt. Wenn die Platine schon mal ihre 50, 60, 70 Grad vorgeheizt ist, dann mag ich sie vielleicht nicht mehr ganz so gerne berühren. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn man so einen Leiterplattenhalter hat, dann kann man seine Hände noch woanders hinlegen. Aber dann ist das Delta zur Schmelztemperatur von 220 Grad bei verbleitendem Lot so ungefähr, ist dann wesentlich, bleifreiem Lot, Entschuldigung, nicht verbleitendem Lot, dann ist das Delta nach oben wesentlich geringer, als wenn ich von 20 Grad Raumtemperatur komme. Dann habe ich nämlich schon mal 40, 50 Grad an Wärme gewonnen und die muss ich nicht über meinen Tool, das heißt über meinen Lötkolben oder über meine heiße Luft oder Strahlungswärme noch zusätzlich mit einbringen. Ganz klar. Also Heißluft, Heißgaskolben. Ich brauche so etwas wie einen Heißgaskolben. Ich brauche Infrarotwärme zur Überstrahlung, zur Strahlungseinbringung. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Idealerweise vielleicht eine Kombination aus beiden. Hybride Systeme sind, haben sich da sehr bewährt. Also wo beides rauskommt, heiße Luft und Wärmestrahlung, die sind da in der Beziehung sehr effektiv. Wie funktioniert das Ganze? Ich zeige das mal hier in einem kleinen Film. Ich hoffe, Sie können ihn sehen. Man dispenst zum Beispiel hier in dem Fall Lotpaste auf, kann das Bauteil einlegen, kann es einrücken und dann so schön, wie das da im Bild ist, so einfach ist es auch. Das heißt, man föhnt das Ganze im Prinzip ein. Das ist natürlich sehr schön arbeiten. Das geht natürlich auch mit Restlot. Wenn Restlot auf der Platine vorhanden ist, kann ich dieses Restlot natürlich benutzen, um das Gleiche auch zu machen. Restlot kann ich auch aufbringen. Einerseits dispensen, andererseits natürlich auch sehr gut mit so einer Löffelspitze. Die zeige ich Ihnen nachher auch einmal. Ich kann damit natürlich aber auch auslöten. Auch das geht natürlich wunderbar. Ganz klasse. Verraten muss man hier natürlich, das Board ist natürlich auch vorgeheizt. Das geht so schnell, wie Sie es da sehen, nur wenn das Board wirklich von unten vorgeheizt ist, weil Sie das Delta in dem Temperaturprozess möglichst gering halten müssen. So, dann komme ich mal weiter. So ein Chip-Tool funktioniert nach einem Prinzip, wie ich das schon gesagt habe. Das ist im Prinzip eine Lötpinzette. Auch so etwas werden Sie natürlich im Rework-Bereich brauchen, in der Nacharbeit brauchen, weil wenn Sie so etwas wie einen zweipoligen Kondensator oder einen Widerstand auslöten, beim Kondensator muss ich nochmal sagen, Auslöten des Kondensators geht wunderbar. Bitte löten Sie Kondensatoren nie mit Kontaktwärme ein.
Speziell Keramikkondensatoren hier können den hohen Temperatur, den Peak, den sie da einbringen, den Temperaturgradienten, diese Hunderte von Grad pro Sekunde, nicht ab und kriegen Mikrorisse in ihrer Keramik. Das heißt, auslöten, und wenn sie ihn hinterher wegwerfen, ist das damit wunderbar möglich. Einlöten eines Kondensators, bitte, 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 immer nur mit Strahlungswärme oder wieder mit heißer Luft. Ansonsten bekommen Sie da Riesenprobleme. Auch hier lasse ich mal das Video dazu ablaufen. Das ist auch nur ein paar Sekunden lang. Da sieht man mal, wie das Ganze funktioniert. Sie können also die Pinzette einstellen in ihrer Breite. Sie können das benutzen wie eine Pinzette oder wie einen fest eingestellten Abstand. Und dann können Sie halt Dioden, Kondensatoren, Widerstände und so weiter auslöten. Vorheizplatte habe ich schon drüber gesprochen, ist essentiell nötig. Die sollten Sie sich auf alle Fälle auch an den Platz stellen. Sie sehen, das Arsenal, was man so braucht an so einem Platz, wächst und wächst. Also wir sind gerade mal dabei, uns darauf einzurichten, erstmal Wärme zu erzeugen. Also eine Vorheizplatte ist nötig, um das Delta T möglichst gering zu halten. Was Sie natürlich auch noch brauchen, Sie müssen sehen, was Sie tun. Ganz, ganz wichtig, also nicht nur eine Brille, sondern je dichter Sie ran sind, desto besser ist das. Ich selber bin kein Fan von Lupen, da habe ich meine Riesenprobleme mit, das mag auch an meinen Augen liegen. Also mir sind Mikroskope immer lieber, da sehe ich, was ich tue, und je dichter ich dran bin, da kann ich auch direkt sehen, jetzt ist das Lot flüssig, jetzt tut sich da was, jetzt kann ich es abnehmen. Nur was ich sehe, kann ich auch wirklich bearbeiten. Also Blindflug ist alles andere, als was Sie nicht tun sollten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Vergrößerungsgeräte sollten Sie auch anschaffen. Wobei preislich nimmt sich das kaum, wenn man mal darüber immer wieder spricht. So eine ordentliche Lupe kostet auch mehrere hunderte von Euro. Und ein ordentliches Mikroskop geht auch so bei 400-500 Euro los. Also das ist also auch in Sachen, da muss man sagen, das kann man durchaus ausgeben. Was ich natürlich auch brauche, ist alles, was ich sonst zum Löten auch brauche. Ich brauche Pinzetten in der geraden, in der gebogenen Ausführung. Wie Sie rechts sehen, bitte nicht geriffelt, weil die macht natürlich die Anschlüsse kaputt. Also so etwas nicht, auch nicht zum Halten. Dann brauchen Sie, wenn Sie ein Bauteil transportieren wollen, natürlich etwas wie einen Vakuumstift, um irgendetwas durch die Gegend zu tragen, weil Sie die Pads nicht anfassen sollten. Grundsätzlich natürlich immer Anschlüsse nicht mit den Fingern anfassen. Sie haben Fett an Ihren Fingern. Selbst wenn Sie Handschuhe tragen, Handschuhe sind immer etwas trügerisch von Ihrer Anwendung. Also auch die können natürlich verschmutzt sein und Sie sehen es nicht. Sie fassen sich trotzdem mal ins Gesicht und haben dann den Schweiß vom Gesicht an den Fingern. Und das hat natürlich nichts auf der Platine zu suchen. Sonnen brauchen Sie natürlich auch, um mal was gerade zu rücken, um mal was zu halten, um mal was hochzubiegen. Auch so etwas ist natürlich sehr hilfreich. Da können Sie dem Zahnarzt mal was klauen. Ansonsten, Sie brauchen natürlich, ich sprach darüber, wenn Sie etwas rausschneiden wollen, wenn Sie einen Widerstand austauschen, bedrahteten Widerstand, dann werden Sie den nicht komplett warm machen, um ihn rauszunehmen, außer Sie brauchen ihn hinterher noch. Es ist einfacher, die beiden Enden abzuschneiden und nachher die beiden einzelnen Drähte aus den Löchern rauszuholen zum Beispiel. Wichtig ist, dass Sie kraftfreies Schneiden machen, und kraftfreies Schneiden kriegen Sie im Prinzip nur hin, wenn Sie einen Seitenschneider benutzen, der bitte ohne Warte ist. Auch bitte keine kleine Warte, sondern ohne Warte, weil Sie können durch die Definition der Warte nachher darüber entscheiden. Sie sehen das vielleicht hier an der Schnittkante. Sie kriegen erstmal einen glatten Schnitt hin. Und wenn das die Bauteilrichtung ist oder das die Anschlussrichtung ist, wie auch immer, dann haben Sie in die Richtung, wo sich dann dieses Dreieck bildet, das heißt die Schnittkante bildet, dahin wirkt auch die Kraft. In die andere Richtung wirkt die Kraft nicht. Das heißt, wenn Sie in eine Richtung kraftfrei schneiden wollen, dann ist das sehr hilfreich, wenn Sie einen Seitenschneider benutzen, der definitiv bitte ohne Warte ist. So, also ganz ohne Warte. Ich zitiere da mal den berühmten Herrn von einem Hersteller, der diese Bernstein, genau, der mal sagte, wie ganz ohne Warte? Ja, ich möchte eine Zange ganz ohne Warte haben. Seitenschneider. So, ansonsten brauche ich natürlich eventuell was zum Biegen, wenn ich etwas modifiziere, wenn ich irgendwo ein Draht hinziehen muss, wenn ich was formen muss, muss ich natürlich irgendwelche Biegewerkzeuge haben. Die sollten natürlich meistens gerundete Kanten haben und natürlich auch wieder hier keine Rifflung, ganz klar. So eine alte Biegehilfe da oben ist auch sehr, sehr hilfreich. Kann man auch zu vielen Sachen verwenden, auch um mal einen Draht um die nächste Ecke zu biegen, sind diese einfachen Plastikbiegehilfen da oben sehr, sehr hilfreich zu verwenden. Ansonsten, wenn Sie noch irgendwohin was auftragen müssen, sowas wie Paste, sowas wie Dip-Paste, sowas wie Flussmittel in kleinen Mengen, haben sich natürlich Ölgeber sehr bewährt. Die benutzen normalerweise Uhrmacher, man sieht das hier schön, um kleine Mengen an Öl an Punkte zu bringen, wo Sie sie schmieren wollen.
Im professionellen Bereich benutzt man natürlich im Idealfall Dispenser. Am besten elektrische Dispenser, die gibt es auch als Handdispenser, um sie zu drücken, aber elektrisch sind natürlich schön, da kann ich die Menge, die bei Knopfdruck bzw. Fußdruck vorne aus dem Dispenser rauskommt, genau einstellen und dann habe ich eine definierte Menge da. Aber bei kleinen Mengen haben sich natürlich auch solche Ölgeber bewährt und die kosten, gucken Sie mal bei eBay, die kosten wenige Cent. Also die sind nicht teuer, so eine Ölgeber, da gibt man so ein ganzes Set für wenige Euro. Nicht Cent, aber Euro. Und damit kann man dann sehr gut arbeiten. So, ansonsten brauche ich natürlich Lötspitzen. Unterschiedliche Lötspitzen. Hier sieht man auch schon auf die Lötspitze, auf die ich Sie am meisten hinweisen möchte, gerade so im Nacharbeitsbereich, wenn Sie irgendwo eine Brücke drin haben, wenn Sie irgendwo ein bisschen Lot irgendwo hin packen wollen oder wegnehmen wollen, dann haben sich solche Hohlkehlspitzen unheimlich gut bewährt. Die müssen einfach sein. Warum? Weil so eine Hohlkehlspitze, ich habe ja auch mal andere gängigen Formen mal so genommen, also Bleistiftform, wenn es irgendwo besonders eng ist, Meißelform, der Klassiker, den werden Sie natürlich auch oft benutzen, wenn Sie irgendwo um die Ecke müssen. Mit einer gebogenen Form können Sie natürlich auch gut arbeiten. Wenn Sie irgendwo drunter müssen, mir fällt also die typische PLCC ein, das ist so ein klassisches PLCC-Messer, also ein J-Anschluss, wenn Sie um die Ecke müssen oder so, haben sich so eine Messerspitzen bewährt. Aber so eine Hohlkehlspitze ist sehr, sehr praktisch, weil ich damit halt Lot an eine Lötstelle aufbringen kann, weil wenn ich diese Spitze hier vorne fülle, diesen Löffel vorne fülle, dann gibt der entweder Lot ab und wenn ich den Löffel leer mache, dann nimmt der Lot auf. Da gehorcht Lot sehr der Physik. Also in Löcher will es rein, wie in eine Flüssigkeit. Also im flüssigen Zustand, im geschmolzenen Zustand ist es ja nichts anderes als eine Flüssigkeit. Und die will halt entweder davon weg, wenn es zu viel ist, oder sie will da rein in den Spalt beziehungsweise in dieses Loch. Also das funktioniert sehr, sehr gut mit solchen Spitzen. Wie funktioniert das mit solchen Spitzen? Ja, man kann über Seiten hinweg gleiten, man kann damit, wie schon gesagt, Lot wegnehmen. Sehr gut zu verarbeiten bei Galving-Anschlüssen, aber auch um irgendwelche Brücken halt wirklich wegzumachen. Oder Lot, wirklich gesagt, vorher aufzutragen. Ja, Lotentfernung ist eine andere Sache. Wie macht man Lotentfernung am besten? Ich habe mal die klassische Wick Litze mal damit abgebildet. Ich bin selber kein großer Fan davon, weil ich weiß, die Wick-Litze in Verbindung mit zu viel Druck und zu viel Wärme und ein bisschen gerieben kann auch sehr viel Schaden verursachen, wenn sie nicht ordentlich angewendet wird. Das Gleiche gilt im Prinzip natürlich auch für so eine Absaugpumpe. Auch die kann, wenn man sie nicht richtig verwendet, mal abgesehen davon, dass man sie nur an großen Stellen verwenden kann, also wo man wirklich mit ran kann, dadurch, dass sie nie ganz rückschlagsfrei ist, erzeugt sie einen kleinen Schlag an der Lötstelle. Auch das kann zur Verbiegung von Anschlüssen führen und so weiter und so fort. Wesentlich sinnvoller sind dann natürlich solche Tools, wie man sie hier sieht. Das heißt, ich gehe mit einer heißen Lötspitze, die im Prinzip innen drin ein Loch hat und hinten ein Vakuum erzeugt, absaugt, einfach an eine Lötstelle ran. Ich lasse auch hier mal ein Video dazu ablaufen. Dann sieht man das sehr gut, wie so etwas funktioniert. Das heißt, ich kann damit sehr gut Flächen bearbeiten, ich kann damit sehr gut Lötstellen bearbeiten. Sie sehen das hier ansetzen, drücken und dann wird das Lot nach hinten reingesaugt und damit kann ich die Lötstellen freikriegen. Ich kann aber auch große Flächen damit absaugen, indem ich einfach über solche Flächen gehe und es wie ein Staubsauger benutze. Auch das funktioniert ganz hervorragend und ohne Überhitzung der einzelnen Lötstelle. Das kann man in unterschiedlichen Form halten, mehr so wie eine Pistole oder mehr so wie einen alten Griff für Rechts- und Linkshänder geeignet. Das ist also universal zu machen. Also, wie schon gesagt, ich bin kein Verfechter von der Entlötlitze. Brauche ich übrigens auch zusätzlich noch Lötzinn, beziehungsweise nicht Lötzinn, sondern Flussmittel. Komme also nicht ganz drum rum. Ansonsten, ja, wie schon gesagt, Lotentfernung ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man die richtige Spitze benutzt, solche Wick-Tipp-Spitzen, ich nenne sie immer Eiskratzer hier unten links in der Ecke für Lot, sind sehr, sehr praktisch. Sie kratzen nicht wirklich, sondern im flüssigen Zustand kann ich damit wie mit einer Gummilippe, es ist kein Gummi, ganz klar, sondern wie mit einer Lippe über die Lötstelle hinwegfahren und der Abstand zum Lötstockblatt und zur eigentlichen Lötstelle sorgt dafür, dass wenn ich im Prinzip nur über die Oberfläche des Lötstopplacks fahre und somit einen Abstand zur eigentlichen Lötstelle einhalte und damit das Lot abwischen kann. Auch hier zeige ich mein Filmchen dazu, da sieht man sehr gut, wie so etwas funktioniert. Also entweder ich streiche das Ganze auch mit dem Pinsel oder ich
ziehe das Ganze ab und dann kann ich mit den entsprechenden Lötspitzen, entweder den oder den, kann ich damit mal rübergehen. Mein Kollege wird hier mal jetzt diese Lötspitze verwenden. Ich hoffe, Sie sehen das. Das heißt, ich fahre darüber und nehme im Prinzip das Lot weg. Das haftet mir dann an der Fläche an. Ich kann das natürlich auch komplett abziehen, indem ich das Ganze dann mit der Wicklitze mache. Funktioniert ganz gut, aber wie schon gesagt, ich würde da eher dann doch zu dem Absauger tendieren, der, Sie sehen, auch der hinterlässt ein kleines bisschen Rest. Lot an der Stelle, was hilfreich ist, weil Sie brauchen es nachher, um weiterzuarbeiten. Ganz, ganz klar. Reinigung auch hier, bitte, bitte immer aufnehmen, 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 sich das hinterher angucken und dann können Sie weiterarbeiten. So, und jetzt gehen wir schon so ein bisschen rüber. Jetzt haben wir über das Handlöten gesprochen. Wenn man jetzt im Handlöten das Handlöten mal außer Acht lässt, dann kommt man in den Bereich rein, wo man schon sagt, naja, eigentlich brauche ich vielleicht ein bisschen maschinelle Hilfe. Es wäre ganz gut, wenn mir irgendjemand hilft, so ein BGA zum Beispiel auslöten, kann ich sicherlich per Hand machen. Also Heißluft von oben drauf, dann ist er runter, dann kann ich sauber machen. Aber wie platziere ich den hinterher wieder? Wie kriege ich den genau an die richtige Stelle gesetzt? Gerade bei verdeckten Anschlüssen hier so ein QFN ist hier sehr schön gezeigt. Wie kriege ich den eigentlich wieder vernünftig platziert? Wie kriege ich den BGA richtig platziert? Wie kriege ich so manches andere Bauteil richtig platziert? Da muss ich dann drüber nachdenken, ob ich nicht eventuell doch mal über ein Rework-System oder ein Nacharbeitssystem oder ein Prototyping-System, wie auch immer, also ein systemunterstütztes Rework nachdenke. Da gibt es dann natürlich unterschiedliche Systeme. Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen Heißgassystemen und Infrarot- oder Hybridsystemen oder Hybrid-Heizungssystemen. Heißgassysteme machen im Prinzip nichts anderes, als es gibt eine Unterhitze, es gibt eine Oberhitze. Das heißt, von unten wird mit warmer Luft und von oben wird mit warmer Luft auf das Ganze gestrahlt, das Ganze erhitzt und so in die Schmelze gebracht. Funktioniert ganz gut. Problem ist, dass Sie die Temperatur nicht vernünftig messen können, weil Sie immer den Heißgasstrom mitmessen. Sie sehen das hier sehr gut. Selbst wenn Sie das irgendwie abdecken, irgendwo muss die heiße Luft hier raus. Und wenn sie dann raus ist, ich hoffe, ich bin noch zu hören. Sind noch alle da? Ich habe bis jetzt noch keine Zwischenmeldungen gehört. Alles gut? Ich mache mal so eine Zwischenmeldung. Ich hoffe, ich bin noch zu hören. Ja, Ja? also ich höre Sie noch, Herr Kappel. Alles gut. Okay, dann ist gut, nur mal so als Zwischenmeldung. 20 Minuten sind rum. Also, wenn man das Ganze macht, misst man hier in dem Zusammenhang immer den heißen Luftstrom mit und damit wird schwierig, das Ganze wiederholbar zu machen. Das macht das Ganze etwas schwierig. Also ist einfach schwierig. Sie können sich vorstellen, wenn hier oben 500 Grad heiße Luft rauskommt, Sie müssen immer mit Übertemperatur arbeiten, um nachher an der Lötstelle so ungefähr 220, 240 Grad zu erhitzen. Warum 240? Sie müssen ungefähr, habe ich noch nicht erklärt, Sie müssen die Temperatur in der Lötstelle, müssen Sie, also die Schmelztemperatur des Lotes müssen Sie überfahren, um eine intermetallische Verbindung herzustellen. Auch dieses Zeichen mache ich immer ganz gerne. Das heißt, Kupferatome, Lotatome müssen sich ineinander vermengen. Also Löten ist kein Kleben, sondern eine intermetallische Verbindung. Und diese intermetallische Verbindung braucht eine Übertemperatur und Zeit. Das heißt, Sie müssen diese Temperatur halten. Überfahren, ungefähr 15 bis 20 Grad. Deswegen fährt man im Ofen auch bis ungefähr 240 Grad. Das machen Sie übrigens unbewusst in der Handlötstelle auch. Sie machen es nicht nur flüssig. Also wenn Sie es gerade so flüssig machen, früher hat man gesagt, eine kalte Lötstelle, dann haben Sie noch keine intermetallische Verbindung erzeugt. Also Sie machen das unbewusst auch im Handlötbereich. Also im Maschinenbereich ist es aber so, oder im Rework-Bereich, im Maschinen-Rework-Bereich ist es so, dass die Temperatur auf ungefähr 240 Grad gefahren wird, dann gehalten wird für 15, 20 Sekunden und dann wird wieder abgekühlt. Das ist auch die sicherste Verbindung, ganz klar. Aber nochmal hier, also Heißgas, super System, funktioniert ganz klasse, funktioniert ja auch im Handbereich, wenn ich mit dem Heißluftföhn arbeite, aber ich strahle halt überall auch heiße Luft hin. Ich kann an den Ecken eine Überhitzung hervorrufen, weil Strömung von heißer Luft erzeugt gerade an den Spitzen ganz besonders große Hitze. Also da kann ich schnell mal was kaputt machen. Die bessere System oder ein besseres regelbares System ist ein Infrarot- oder Hybridsystem.
Das heißt, damit kombiniere ich dann die Wirkung von beiden. Das heißt, ich blase eventuell mit ein kleinem bisschen warmer Luft von oben mit drauf, um das Ganze zu deckeln. Und die Hauptwärme erzeuge ich durch einen infraroten Strahler. Das heißt, infrarotes Licht durchdringt auch im unsichtbaren Bereich, muss man hier jetzt mal sagen, ist es so, das durchdringt die Bausteine oder die ganze Bleiterplatte und wärmt sie komplett durch, von innen nach außen. Und ich messe dann, das ist das Schöne an solchen Systemen, ich messe dann über so einen Temperaturfühler im Prinzip die Abwärme, nicht die Strahlungswärme, die reinkommt, sondern das, was das Board aufnimmt. Und ich messe direkt, was am Board ankommt. Damit kann ich dann weiterarbeiten. Wie funktioniert das Ganze, beziehungsweise was gibt es das Ganze? Der Vorteil ist, gerade bei ERSA, ich mache jetzt wieder mal die Brücke, was heißt Brücke, ich bin die ganze Zeit ja bei ERSA, ein Hybridsystem braucht einfach auch keine Düsen. Das ist ein riesengroßer Vorteil von solchen Systemen. Das heißt, ich strahle an einen gewissen Bereich hin. Diesen Bereich kann ich dann auch im Prototyping, ist es zum Beispiel sehr praktisch. Ich kann viele Bauteile in einen Bereich setzen, meinetwegen in Paste, alle schon gesetzt. Und dann gehe ich in diesen Bereich und erhitze diesen Bereich von 5x5, 6x6 Zentimeter komplett einfach durch und löte alles ein. Das funktioniert sehr gut mit kleineren Geräten. Hier habe ich meine HR200, das ist eine HR500, ein kleineres Gerät hingestellt. Das geht bis in große XL-Systemen, funktioniert das wunderbar. Mittlerweile haben wir riesengroße Tischgeräte auch, mit denen man ganze große Serverboards bearbeiten kann. Auch das ist mittlerweile ein echter Verkaufsschlager, weil man Prototyping oder das, was in der normalen Produktion nicht vernünftig funktioniert, ganz wunderbar auf solchen Geräten ablaufen lassen kann, ohne etwas zu zerstören. Das ist dabei der ganz wichtige Grund. So, wie funktioniert das Ganze? Ich zeige das mal, wie wird ein Bauteil in so einem Gerät ausgelötet. Ich lasse da mal ein Video auch in der Beziehung ablaufen. Erst einmal gucke ich natürlich, wie immer, erst mein Gehirn einschalten. Wie groß ist das, was ich da habe? Größe, Gewicht, wie ist es bestückt? Ich gucke mir das erstmal von allen Seiten an. Was muss ich rauslöten? Ich lege einen Regelsensor an. Dort, wo die Wärme übrigens nicht hin soll. Es ist Strahlungswärme, das funktioniert hervorragend, indem Sie das, was Sie nicht bestrahlt haben wollen, in den Schatten stellen. Das heißt, Aluminiumtape ist ein ganz einfaches Mittel, weil darunter wird es einfach kälter. Ja, ich habe eine Beobachtungskamera, mit der ich das Ganze sehen kann. Ich hoffe, Sie sehen den Film, der läuft bei Ihnen ruckelfrei hoffentlich. Und dann wird das Ganze ausgelötet. Das heißt, der Prozess wird gestartet, die Temperatur wird angefahren, die Pipette kommt runter. Das Ganze läuft natürlich über einen Gradienten. Das Bauteil wird abgehoben, ausgelötet und fertig. Und danach wird das Bauteil abgesetzt. Haben wir Zeit, das nochmal zu sehen? Nein, haben wir nicht. Das machen wir nicht nochmal. Aber es gibt noch ein zweites. So, jetzt habe ich das Problem. Ich habe natürlich wieder Restload auf der Platine. Ich muss das ganze Restload natürlich wieder loswerden. Das gibt es jetzt über mehrere Möglichkeiten. Ich kann das abziehen. Dann habe ich eine Platine, die ich benutzen kann und mit der ich weiterarbeiten kann. Auch das nochmal gezeigt. Einfach sauber machen. So kann ich zum Beispiel ein BGA auch wieder reballen. Das heißt, ich kann so ein System natürlich wunderbar dazu benutzen, indem ich es, Sie sahen das jetzt hier im System, einfach ins System einlege und im Deadbug nenne ich den Modus, also mit den Kugeln nach oben einfach im System aufheize und wieder den BGA mit neuen Kugeln versehe. Auch das kann ich natürlich mit so einem System ganz wunderbar machen. So, wie bringe ich denn überhaupt neues Lot dann wieder auf? Das ist die nächste Frage. In so einem System kann ich natürlich nicht mit Lot arbeiten, also im Sinne von Röhrenlot. Das geht nicht. Ich muss wie in der Maschine auch das Lot bzw. das Flussmittel entweder dippen oder wieder aufprinten, also aufdrucken oder aufspritzen, wie auch immer Sie das wollen. Das hat sich bewährt mit solchen Dipstationen, die wir hier haben. Da kann ich ein Bauteil entweder, hier links sehen Sie einen BGA, den kann ich dann in Flussmittel eintauchen oder ich kann ihn natürlich auch in spezielle Lotpaste eintauchen. Das geht ganz wunderbar. Die andere Möglichkeit ist, wenn es von unten dann bedruckt werden muss, weil ich kann meistens das
die Platine ja bestückt ist und ich nicht gezielt an der Stelle ein ganzes Stencil auflegen kann, muss ich den Umweg gehen und das Bauteil selber bedrucken. Das sieht dann im Prinzip so aus. Ich habe so ein Stencil mit so Fenstern unten drin, da lege ich das Bauteil an und kann dann von der Unterseite einfach Lotpaste auf das Bauteil aufdrucken und das Gerät holt sich dann, auch hier gibt es mein Filmchen dazu, das Gerät holt sich dann das Bauteil direkt in dieser Station ab und ich kann dann hier in dem Fall jetzt Lotpaste von unten auf den BGA aufbringen. Ob das in dem Fall nötig ist, ist was ganz anderes. Aber hier wird das Bauteil dann direkt vom Stencil abgeholt, wird dann ausgerichtet. Hier sieht man auch mal ganz schön, wie das funktioniert. Das heißt Rechts-Links-Drehung. Sie versuchen durch Überlagerung von zwei Bildern, so ein Rework-System macht im Allgemeinen ein Bild von der Oberseite der Platine und von der Unterseite des Bauteils und das beides wird aufeinander ausgerichtet, dann platziert und dann wird das Ganze natürlich auch eingelötet. Sie können natürlich das Bauteil auch fallen lassen. Das ist jetzt eine sehr hohe Höhe gewesen, aber es macht speziell bei solchen Pasten macht das Sinn, ein Bauteil nicht abzusetzen, sondern fallen zu lassen. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben zum Beispiel 100 μ Paste unten drunter und dann auf dem Bauteil aufgebracht, dann wäre es doof, wenn Sie die Paste zerdrücken würden, also mit Kraft absetzen würden. Dann lassen Sie das Bauteil einfach aus 100 μ oder 110 μ fallen. Das heißt, es fällt gar nicht in Wirklichkeit, sondern Sie setzen es eigentlich auf diesem Kissen, auf diesem Puffer von Lotpaste ab. Also gerade so. Das heißt, auch ein Abwerfen macht Sinn. So, ja. Und wie sieht das Ganze dann von vorne bis hinten aus? Auch das, dann bin ich zeitlich schon eigentlich durch mit meiner Ausführung, zeige ich nochmal in einem Film geführtes Rework. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe das mal hier am Beispiel der HR55 gezeigt. Ich habe hier ein Temperaturprofil, was ich sehe. Ich halte den Film mal kurz an. Hier sieht man, dass es gibt die Vorheizphase. Es gibt, also bis 60 Grad wird erstmal nur vorgewärmt mit der Unterhitze. Dann wird hochgefahren bis ungefähr 200 Grad hier mit einem Gradienten von 1 Kelvin pro Sekunde. Dann wird die Temperatur weitergefahren bis 240 Grad für weitere 80 Sekunden mit 0,5 Kelvin pro Sekunde. Das ist also ein sehr langsamer Prozess, der hier abläuft. Dann wird für 20 Sekunden die Temperatur von 240 Grad gehalten. Das habe ich jetzt auch schon mal erklärt. Das ist diese Peakzone, die Temperatur, wo halt die intermetallische Verbindung sich ausbildet und danach wird wieder runtergekühlt und dann abgekühlt. Das Ganze ist, wie Sie sehen, über Piktogramme geführt. Das ist also wirklich sehr, sehr einfach zu verwenden. Ich lasse den Film mal weiter ablaufen. Also, dann kann ich damit zum Beispiel gezielt entlöten. Das heißt, man wird das Ganze einspannen in den Halter. Dann drücke ich den Startknopf. Und dann sagt mir so ein System heutzutage über Piktogramme. Das heißt, Sie müssen eigentlich, wenn Sie davor sitzen, entschuldigen Sie bitte, gar keine Ahnung mehr haben. Sie müssen nicht lesen können, Sie müssen eigentlich nur noch gucken können. Weil Sie kriegen über Piktogramme gezeigt, was Sie machen sollen. Das ist sehr hilfreich in der Produktion, haben wir festgestellt, weil gibt es Berührungsängste mit solchen Geräten. Wie bediene ich das eigentlich? Kann ich was kaputt machen? Und das geht am allerbesten, wenn natürlich so etwas einfach zu bedienen ist. So, dann wird das Bauteil automatisch entlötet und das neue Bauteil auch wieder genommen, platziert, nachdem natürlich die Fläche gereinigt wurde, der Zwischenschritt ist jetzt hier mal nicht gezeigt, dann auch wieder hier über Piktogramme wird eine sogenannte Split-Optik benutzt, um sich dann das Bauteil von oben und unten anzusehen und es auszurichten, das ist das, was ich sagte. Genau, da passt alles Mögliche hin. Genau, dann kann ich das genau platzieren, rotieren, in X- und Y-Richtung über den Tisch verfahren. Ich kann das Ganze vergrößern und die beiden Bilder übereinander legen. Wir haben da eine ganz schöne Einrichtung gemacht. Wir haben ein blaues Bild erzeugt. Wir machen aus Grün und Rot Blau. Sie müssen also versuchen, möglichst viel Blau zu erzeugen. Das macht das Ganze natürlich einfach. Wir haben auch eine sogenannte Split-Optik mit drin. Das heißt, wenn Bausteine besonders groß sind oder man sich nur auf die Ecken konzentrieren möchte, kann man das auch mitmachen. Ja, und dann wird das Bauteil, wenn es ausgerichtet ist, abgesetzt und
platziert und dann auch eingelötet. So simpel, wie man es da sieht, ist es dann im eigentlichen Sinne auch. Und dann wird eingelötet, genau. Das ist im Prinzip der Auslötvorgang, nur umgedreht. Das, was das Gerät in die eine Richtung kann, kann es auch in die andere. Und das ist auch eines der ganz wichtigen Punkte, die ich Ihnen mitgeben will. Bei einem System unterstützt, bei einem Rework, ein Rework-System oder einem System, was Sie da haben, Sie müssen verstehen, dass im Prinzip so ein System ein gesamter Fertigungsprozess, Pick, Place, Solder, Desolder und so weiter, also platzieren, löten, entlöten, ein gesamtes System ist, ein gesamter Fertigungsprozess in einem Gerät. Das heißt, Sie können Teile dieses Prozesses ausführen, Sie können etwas nur entlöten, Sie können nur platzieren, Sie können nur löten, Sie können alles Mögliche damit machen. Sie können eine Platine damit leer räumen, Sie können alles Mögliche machen. Sie können auch nur damit heizen. Sie können sagen, ich will mal 20 Minuten lang nur Unterhitze, ich will dein Board schön einmal durchwärmen auf 80, 90, 100 Grad. Auch das geht. Solche Sachen sind alle möglich. Ja. Nachwort? Ja. Mein Nachwort, was ich dazu noch sagen will, wenn ich noch andere Fragen noch mit dazu komme. Löten will vor allem gelernt sein. Das heißt, wenn Sie es nicht können, lassen Sie es zeigen. Da gibt es Schulungen. Wir als ERSA bieten über den AVLE Schulungen an. Aber auch der FED bietet natürlich Schulungen in dem ganzen Rahmen an, wo man so etwas lernen kann und wirklich lernen, 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 weil jetzt komme ich wieder zum Anfang meines ganzen Handelns, wovon ich von vorne kam. Das Nachwort ist auch das Vorwort. Immer erst denken, dann handeln und lernen. Was muss ich tun? Warum tue ich das Ganze? Kommunizieren. Reden Sie über das, was Sie tun. Bauen Sie nicht einfach irgendetwas um und sagen Sie, ich würde schon keiner merken, weil das ist dann eher kontraproduktiv und das ist dann eher keine Reparatur mehr, sondern das ist dann wirklich schon eher, naja, kriminell will ich jetzt nicht gerade sagen, aber das ist in die Richtung, das macht man nicht. Also etwas verstecken. Also irgendeiner sollte es zumindest wissen. Wenn es der Endkunde nicht weiß, dann sollte es zumindest der Auftraggeber wissen, dass irgendetwas an dem Board, an der Sache repariert wurde. Ich als Endkunde interessiert mich nicht wirklich, ob das Gerät, was ich vor mir stehen habe, ob das jetzt seine Funktion dadurch bekommen hat, dass jemand nachgearbeitet hat, ein Rework damit gemacht hat oder sonst was. Ich will, dass das Gerät funktioniert, aber zumindest der Produzent, der Verkäufer des Gerätes sollte wissen, okay, an diesen Geräten ist irgendwas gemacht worden. So, damit bin ich durch. Wie erreichen Sie uns? Wir haben es schon gesagt. Mich erreichen Sie über die Mail-Adresse. Das ist am allerbesten, wenn Sie noch Fragen haben. Das machen wir jetzt aber sicherlich noch im Nachgang. Wichtiger Hinweis, auch Sie finden uns auch natürlich auch bei YouTube. Da finden Sie alle die Videos, die Sie bei mir jetzt eben gerade gesehen haben, auch nochmal. Und den FED erreichen Sie natürlich auch über die FED-Seite. Ansonsten ist es das von meiner Seite, wenn jetzt nicht noch Fragen übrig sind. Vielen Dank von meiner Seite für die Aufmerksamkeit. Und jetzt bin ich raus. Ja, also eine Frage haben wir schon reinbekommen. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, wer es beantworten kann, ist Lötmaskenentferner auch ein Hilfsstoff? Wobei ich persönlich sagen muss, ich habe vom Lötmaskenentferner noch nie was gehört. Lötmaskenentferner. Ich denke mal, es geht darum, den Lötstoffplack zu entfernen. Ja, oder, so hört es sich an. So hört es sich an oder was natürlich auch sein kann, aber Underfill und Co. entfernen, ja, das ist jetzt aber keine Lötmaske. Lötmaskenentferner. Was ist Lötmaskenentferner? Ja, sagen wir mal eins, jeden Stoff, den ich brauche, um meinen Lötvorgang oder das, was ich mache, durchzuführen, ist ein Hilfsstoff. Das ist sicherlich auch die Alkoholflasche. Also nicht den Trinken die, sondern die Flasche, obwohl könnte natürlich auch sein. Ja, also der Kollege gesagt hat, um Lötstoffmaske zu entfernen. Ne? Um Lötstoffmaske zu entfernen. Ja, na klar, dann ist das ein Hilfsmittel. Na klar, auch der ist eventuell nötig, um die Oberfläche wieder zu reinigen. Auch das ist sicherlich ein Hilfsstoff. Ich habe nicht alles aufgeführt. Der Grundhilfsstoff, den ich halt wirklich brauche, ist, ich brauche Lot und ich brauche Flussmittel.
Das ist mein Grundstoff, den ich immer brauche und zwar immer auch wieder frisch. Das heißt, wenn ich mehrfach dran gelötet habe, muss ich wieder frisches Flussmittel dazu tun, weil irgendwann ist die Wirkung des Flussmittels raus. Aber das habe ich auch schon mal an anderen Stellen. Ich meine, ich verweise da auch auf andere Webinare immer wieder. Besuchen Sie gerne mehr von unseren Webinaren, wo immer wieder über sowas gesprochen wird. Frisches Flussmittel ist einfach nötig. Das ist Flussmittel hilft. Nimm deshalb viel davon, will ich nicht sagen, aber immer wieder frisch und vor allem eins in guter Qualität und in guter Standzeit vor allem, also von seiner Wirkung her. Und nicht zu aggressiv. Bitte immer mit dem Flussmittel von unten kommen und nicht von oben kommen. Also nicht mit dem aggressivsten anfangen, sondern eher mit dem mildesten anfangen. Und wenn das mildeste nicht funktioniert, dann lieber etwas von unten steigern und nicht von oben. Also ich hoffe, man versteht mich da. Gut, wir haben noch eine Frage reinbekommen und zwar: Sollte das Flussmittel nicht unbedingt entfernt werden, um späteres eventuelles Dendritenwachstum zu verhindern? Also Flussmittelreste als ionische sind Flussmittelreste eine ionische Kontamination? Die Flussmittel, die Sie verwenden sollten, auch für die Nacharbeit, sollten immer no-clean sein. Das heißt, wenn Sie sie aufgetragen haben und durchgewärmt haben, können Sie auf der Lötstelle verbleiben und sind da eher ein Schutz als ein Böses. In dem Moment, wenn Sie reinigen, müssen Sie sich bewusst sein, dass eingekapselte korrosive Stoffe, die normalerweise im Flussmittel eingekapselt sind, also im Verbinder mit eingekapselt sind, wenn ich die aufwasche, werden die erst wirklich aggressiv, also aggressiver, als sie vorher schon sind. Wichtig ist dabei immer, dass sie natürlich no clean sind. Wenn Sie ein Flussmittel verwenden, das gereinigt werden muss, also mal abgesehen davon, dass ich im Nacharbeitsbereich so etwas nie verwenden würde, wenn Sie ein hoch säurehaltiges Flussmittel verwenden, hat das im Nacharbeitsbereich eigentlich gar nichts zu suchen, weil das wird Ihnen später echte Probleme machen. Vielleicht dazu noch gleich ein Hinweis, weil wir natürlich auch sehr viel Baugruppen reinigen. Flussmittel abzureinigen im Selektivreinigungsprozess ist wahnsinnig schwierig, weil die Chance unheimlich groß ist, dass im Prinzip benachbarte Bauteile, die auch no-clean gelötet sind, wo die Flussmittel noch drauf sind, dass sie die mit anreinigen. Und da haben sie genau das Problem, was Ihnen ja gerade Herr Kappel erklärt hat, ne? Dass also diese Flussmittelreste angereinigt sind und dann eben die entsprechenden Säurenaktivatoren freiliegen und dann geht der Ärger erst richtig los. Ja? Dann geht der Ärger wirklich erst richtig los, genau. So sieht's aus. Genau. Dann haben wir noch ein Lob für Sie, Herr Kappel. Der Kollege, der vorhin nach dem Lötmaskenentferner fragte, sagt: Vielen Dank an Frank für die schöne Präsentation und die klare Aussprache. Es half mir, Deutsch zu verstehen. Ja, man hört es. Ich hoffe, der Kollege könnte vom Namen her Spanier sein. Er könnte Spanier sein, das ist gut, man hört es. Also ich bin leider nur in der Lage, nicht leider, ich kann sicherlich auch ein paar andere Mundarten, aber ich bin gebürtiger Südniedersachse und bin damit nur des reinen Hochdeutsch. Also ich bin so aus der Gegend Hannover gebürtig und ich habe in meinem ganzen Leben nur reines Hochdeutsch gelernt. Also ich habe dann war noch die Frage, bekommen wir die Präsentation per E-Mail? Das ist eine gute Frage. Ja, an alle Teilnehmer, die sich eingeloggt haben, da gibt es einen entsprechenden Link dann, der verschickt wird. Und dann können Sie sich als FED-Mitglied die Präsentation entsprechend runterladen. Das ist so, das gibt einen Link, wo die Präsentation zu bekommen ist. In diesem Zusammenhang gleich mal auch der Hinweis, da gibt es auch einen kurzen Fragebogen noch dazu, weil wir dann gerne hätten, dass wir dann die Frage stellen, ob es denen gefallen hat. Und wenn es dann Anregungen und Wünsche gibt, kann man das dann mit einfach eintragen. Wir werden sehr dankbar sein, wenn das der Fall gemacht werden könnte. Ich fasse es hier jetzt nochmal zusammen. Es bedanken sich einige für die gute Präsentation, Herr Kappel. Einige? Gut, einige, ja. Ist schön. Ich habe noch zwei Anmerkungen. Die eine betrifft das Thema Reballen-Frage. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit dem, ich sag mal, händischen Reballen von irgendwelchen BGAs? Weil wir haben schon mal probiert. Wir lassen es machen. Ja, also die Erfahrungen sind so, auch da muss die Erfahrung drin sein. Man kann mit gerecht einfachen Reball-Kits, die man frei im Handel kaufen kann, kann man sehr viel erreichen. Aber auch da, wie schon gesagt, es fängt damit an, Sie müssen wissen, was Sie tun. Sie müssen den BGA, müssen Sie behandeln wie ein rohes Ei, wie eine Platine. Das heißt, Sie müssen den vernünftig
vorwärmen und im vorgewärmten Zustand den Restlot entfernen. So, damit fängt es schon mal an. Es muss getempert werden vorher. Da kann Wasser drin sein, nichts. Also der muss völlig in Ordnung sein. Die Oberflächen müssen in einem super Zustand sein. Dann kann ich mit ordentlichen Stencils, es gibt ordentliche Stencils zu kaufen, auch für relativ wenig Geld, kann ich natürlich Balls vernünftig aufbringen mit dem Flussmittel. Ich habe selber schon gemacht, das funktioniert, kann man gut mitarbeiten. Aber jemand, der das jeden Tag 50, 60, 100 Mal macht, der kann das natürlich besser, als wenn einer das zweimal in der Woche macht oder zweimal im Monat oder keine Ahnung. Es ist auch da Übung und Try and Error und Übung vernichtetes Material. Man muss auch eine Menge falsch machen. Aber grundsätzlich klappt so etwas natürlich am allerbesten, auch in so einem Ofen-Rework-System, weil da kann ich dann gezielt ein Profil ablaufen lassen, das mir dann wieder dafür sorgt, dass diese Balls auch alle wirklich aufschmelzen und so eine Systeme haben auch alle Kameras. Das heißt, ich sehe dann auch, was passiert und kann live dabei sein, wenn diese Balls halt aufschmelzen und wieder an die richtige Stelle kommen. Hintergrund der Frage war der, da wo wir es machen lassen, die schießen die Balls quasi mit dem Laser drauf und haben dadurch einen Temperaturprozess weniger und sie vermessen hinten nach die ganzen Balls zum Thema Koplanarität. Deswegen war die Frage, was da so Ihre Erfahrungen sind mit der händischen Aktion. Koplanarität ist, wenn Sie einen riegebeulten BGA in Restlot bzw. in Paste setzen, relativ irrelevant. Okay. Weil die Koplanarität dann ausgeglichen wird durch die Paste, die drunter ist. Also der große Unterschied ist da vernachlässigbar. Der ist nice to have, aber ist nicht wirklich nötig. Okay. Aber das mit dem Wärmeeinbringung, ja, ist ein wichtiger Punkt. Dadurch, dass nur kurz gelasert wird an der Stelle, umgehen die natürlich auch einen wichtigen Punkt, weil die können das mit dem Tempern vorher auf ein Minimum reduzieren, weil so ein kurzer Schuss mit dem Laser wird nicht dafür sorgen, dass Wasser im BGA irgendein Böses tun wird. Das Problem haben Sie hinterher wieder, weil Sie haben ein Regebeutel, Sie schicken was hin, denken, alles in Ordnung. Das muss erstmal getan werden, ne? Genau, das muss dann erst einmal ausgehren wieder. Also das ist für die, weil sie damit schnell arbeiten können. Die sparen sich die Zeit, weil normalerweise, sage ich, ein echter Rework-Prozess, ein echter Prozess, der sicher durchgeführt wird mit Tempern vorweg der Platine, dann bearbeiten und so weiter, dauert mindestens 1, 2, 3 Tage. Weil ich muss ja viele Stunden vorher in den Ofen. Und wenn einer sagt, ich bringe dir die Sache in 3 Stunden wieder, dann muss ich sagen, Moment, ist der Temperprozess. Das kann es nicht sein. Genau. Noch eine Sache, was ich gesehen habe im Video, ich weiß nicht, in den letzten Tagen oder vor 1, 2 Wochen hat irgendjemand in einem Webinar gesagt, man soll die Lötsauglitze nicht in einer wischenden Bewegung über die Landeflächen von BGAs bewegen. Ich weiß nicht, wer es war. Mhm. Ist da was dran? Kann ich nachvollziehen, ja. Und zwar folgendes, wenn ich Entlötlitze über die Fläche reibe. Ich habe ja eine intermetallische Zone produziert. Wenn ich über diese intermetallische Zone rüber reibe, dann kann es sein, dass ich durch diese Reibbewegung mit der Kupferlitze diese intermetallische Zone aufreibe. Und jetzt kann etwas ganz Ungutes passieren. Diese intermetallische Zone ist gesättigt, die will gar kein Lot aufnehmen. Das heißt, ich erzeuge mir ein ehemals lötbares Pad, mache ich zu einem, man nennt es in der Fachsprache Blindpad. Das heißt, es nimmt in der Stelle kein Lötzinn mehr an. Das heißt, Sie haben dann einen Ball, der sich als Kissen drunter legt, aber der sich nie wieder vernünftig verbinden wird. Also Wischen, wie schon gesagt, ich bin da großer Fan von diesen Lötspitzen, mit denen ich einfach so drüber ziehen kann, weil die Spitze selber gleitet über den Lötstopplack hinweg. Und der BGA hat von unten auch einen Lötstopplack. Das heißt, ich bin immer in der Tasche. Also ich bin wirklich in dieser Tasche drin. Und die Lötfläche befindet sich innerhalb der Tasche. Und ich bin oben drüber. Das heißt, es bleibt immer eine kleine Restlot stehen. Und ich berühre die Kupferfläche nicht. Okay, dann ist noch was reingekommen. Ein Kollege fragt noch,
eine Frage bezüglich der Endoberfläche beim Rework, also chemisch Nickel Gold, chemisch Zinn, Hot Air Leveling, gibt es da noch etwas zu beachten? Gold ist schön lagerfähig. Aber nicht die beste Art und Weise, Lot anzunehmen. Weil Gold, also ich habe es ursprünglich noch gelernt, das sage ich auch immer wieder, Gold hat in einer Lötstelle nicht unbedingt was zu suchen. Aber am besten Restlot oder Hot Air ist die beste Lotoberfläche. Gold muss erst einmal in Lösung gehen und muss weggeschwemmt werden. Und das ist ein Vorgang, der beim Löten eigentlich stört. Beim Prototyping bestellen Sie sich lieber eine Platine in Gold, ja. Aber wenn Sie sie dann verwenden, machen Sie ja meistens sowieso Paste drauf. Dann haben Sie auch eine gewisse Durchmengung gemacht. Okay, gut. Also mit den Fragen wäre ich von dem, was ich bisher reingekriegt habe, mit allem durch. Gut. Gut. Gerd, mach du weiter. Mach ich weiter und bedanke mich zunächst mal Herrn Kappel für diese wunderbaren Ausführungen. Von mir noch ein Hinweis dazu in dieser Sache. Es muss am Anfang einer Entwicklung überlegt werden, ob man später reparieren, modifizieren oder sonst wie da machen will oder auch nicht. Denn da braucht man vom Design her Platz. Wenn man den hinterher hat, dann hat man Pech gehabt. Ansonsten schönen Dank nochmal. Sie können Herr Kappel hat noch die Fragen im Nachhinein stellen, hat es ja vorhin schon gesagt. Es ist, wie gesagt, wird dieses Seminar aufgezeichnet und wird Ihnen zur Verfügung gestellt mit einem Link. Und dann bitte schön nochmal der Hinweis auf den Fragebogen, der kommen wird. Und noch ein Hinweis auf die Veranstaltungen, die wir noch in Anschluss haben. In diesen Zeiten des Corona-Pandemie gibt es also noch verschiedene Regionalgruppen, die Sie dann abrufen können, die Sie sich auch beteiligen können. Es gibt den Call of Paper für unsere Konferenz im September, die wir hoffentlich wieder präsent machen können, in Bamberg. Da kann man also sich jetzt schon mit einbringen. Und es gibt nach wie vor eine andere Geschichte, die vielleicht noch nicht so bekannt ist. Unsere Nachwuchs-Award, den Paul-Award, den wir das erste Mal voriges Jahr im Herbst verdient haben. Er wird 22 wieder erworben. Da kann man sich also mit beteiligen. Also junge Auszubildende, Studenten, Schüler, die sich gerne mal mit einer Idee einbringen möchten und vielleicht einen Preis gewinnen möchten, sind herzlich dazu eingeladen. Das dürfen Sie bitte schon noch weitergeben. Ansonsten bedanke ich mich für diese Session, bedanke mich nochmal bei Herrn Kappel, bedanke mich für allen anderen und wünsche noch einen schönen Aschermittwoch und eine schöne Zeit des Verzichtens. Aber hoffentlich verzichten wir nicht dauernd auf unsere Präsenz, die wollen wir da wieder haben. Dankeschön und schönen Tag noch. Gleichfalls. Bleiben Sie gesund. Ja. Dankeschön, tschüss. Danke gleichfalls. Also, macht gut. Super Ciao. Vortrag. Vielen Dank für den guten Vortrag. Alles Gute. Jawohl. Danke, wieder schön.